Moin YouTube, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mit dabei ist Hugo. Was geht ab? Heute backen wir zusammen, weil wir haben drei Twists an dem Ganzen. Erstens, alle Zutaten, die wir haben, sind auf Portugiesisch, weil wir gerade auf Madeira sind. Das ist Challenge Nummer 1 schon mal für Hugo. Challenge Nummer 2, Hugo ist heute dabei. Und Challenge Nummer 3, einer von uns beiden bekommt die Augen verbunden, die andere Person bekommt die Hände verbunden. Heißt, einer muss sagen, was abgeht, der andere muss machen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Hast du schon mal einen Kuchen gebacken? Ja. Echt? Stabil? Ja. Valentinstag habe ich so ein Herz vorm Kuchen gemacht. Oha, süß. Ja. Stark. Wir wollten eigentlich Erdbeerkuchen machen, weil es Hugo und mein Lieblingskuchen ist. Aber weil gerade nicht Erdbeerseason ist, haben wir es ausgetauscht mit Himbeeren. Wir haben gesagt, wir machen es so, dass wir zwischendrin einmal tauschen. Also am Anfang ist einer mit Augen und einer mit Händen. Und dann, sobald der Kuchen in den Ofen kommt und wir ungefähr bei der Hälfte sind, tauschen wir. Hugo wird gefesselt. Mach hinter den Rücken. Hinter? Ja, so? Total, du darfst gar nichts anfassen. Nicht so? Nein. Ich darf nichts machen? Nein. Hä? Ja, viel okay. Zu einfach dann. Wollen wir es überhaupt damit machen? Es geht voll schwer wieder ab von der Haut, oder? Nee, das passt schon. Gut. Aber wenn ich hinfalle, was dann? Wieso sollst du hinfallen? Weiß ich nicht. Digga, chill mal. Ja, ich hab das ausprobiert. Nein, reicht. Einmal rum. Oh! Herr Hugo hat das Rezept auf dem Handy. Wir machen zuerst den Boden, dann kommt irgendeine Pudding-Kacke. Und dann macht man es zusammen. Okay, Abfahrt. Blablabla, mit Butter einfetten und etwas Milch bestäuben. Ist es Schritt 1? Ja. Wir haben doch noch gar nicht den Teig gemacht. Da hatte ich Glück. Zubereitung, du benötigst Springform, Rührschlüssel, bla bla bla. Ja, ja. Ich sehe nichts, Hugo, ich weiß es nicht. Das passt schon. Komm mal hier zu mir. Und ja, das ist die Form, genau. Ja, Baba, die fällt aber so auseinander. Ja. Ne? Wie mache ich die denn jetzt zusammen? Weiß wieder? Ich nicht, das musst du wissen eigentlich. Dann ist das einfach unser Zukunftsproblem, okay? Wir machen erstmal die anderen. Ja, aber ich glaube, das soll. Moin, darf ich was anfassen oder nicht? Wenn du es rückwärts aufbekommst, den Kühlschrank. Ja, du musst kommen. Ich habe die Schüssel gemacht. Ja, das ist krass, Nein, lass es, ja genau, lass es so jetzt. Okay, krass. So, jetzt geh geradeaus. Geradeaus. Genau, ja, da ist die Butter. Das ist Butter. Boah, das war voll gut. Ja, ist Digga, das wir sind ein gutes Team. Ich brauche einen Zeber. Ist das irgendwo hier, oder? Ja. Boah, Digga, du siehst was. Ich schwöre, ich sehe nichts. Sag Wallah. Sag Wallah, ich sag Wallah. Okay. Funktioniert's? Ja, funktioniert. Ja, haben wir eine Schüssel? Wahrscheinlich irgendwo in den Regalen. Oh, ja, oh, Digga. Hier, ne? Eier, Zucker, Vanillezucker, bla bla bla. Eier, wo sind, hier sind Eier. Ja. Hier. Oh, Baba, danke. Wie viele? Ich glaube 3. Was ist hier? Ja, nee, stell es einfach dahin. Guck, dass es ja, nicht fällt, ja, das okay? Fällt schon nicht. Was? Du machst das mit 2 gleichzeitig. Nein, bitte mein Handy, mein Handy! Nein, bitte, bitte, bitte! Wohin? Ja, leg's einfach da drauf, ja. Warte, ich guck. Digga, ich muss kurz Strom sparen, oder? Das ist eine ganz schwierige Sache, weil ich so oft Hände waschen muss. Danke für die Hilfe, Bro. Ja, Digga, ich muss gerade Stromsparmodus ausmachen. Sieh irgendwo ein Ding für die Hände? Digga, Digga, da ist alles voll. Da ist alles voll. Nee, da kann ich jetzt nicht helfen eigentlich. Okay, ich mach's einfach an meinem T-Shirt. Ja. Ist schon okay. Jetzt, wie geht's weiter? Ja, wir brauchen jetzt Zucker. Ja. Ja, streck deine rechte Hand aus. Ja, ich glaube, das ist Zucker, ja. Wie viel denn? 125 Gramm. Ja, das brauchen wir jetzt die Waage für. Hier. Ja. Ist hier unten das Feld? Ja. Ist auf 0? Ja, ist auf 0. Aber steht da auch Gramm? OZ steht da. Na, das ist ja voll falsch. Mach Mode, da steht jetzt G. Ja. G steht für Gramm. Ich sag Stopp. Sagst du Stopp auch? Stopp! Oh Gott, okay. Ja, ne, wir haben jetzt 150. Aber das passt. Wir brauchen jetzt Vanillezucker, das gebe ich dir eben. Mhm. Fang. Wo ist es? Auf dem Boden. Nice. Hugo, du musst mir irgendwas sagen. Du musst suchen, such einfach. Bro, ich bin kein Hund. Such. Okay, ja, schön, brav. Warte, ist es? Ist es Vanillezucker überhaupt? Steht da Vanilla drauf? Ja, war Vanille. Ja, rechts. Ja, da ist die Schüssel. Ganz rein oder wie viel? Ich mach einfach ganz, genau. Wie viel steht denn auf dem Rezept? Da habe ich die Schule schon gequittet. Mach einfach. Steht da ein TL? Da steht 1/2. Bro, das heißt ein halb. Okay, ich glaube, es war ein halbes ungefähr, keine Ahnung. Okay, wie geht's weiter? Oh, jetzt wird's kritimitti, Alter. Kannst du nochmal da, wo du die Schüssel rausgenommen hast, genau da. Ja, mach richtig auf. Ja, das passt. Okay.
Sehr gut. Hier, 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 hier. Auf dem Boden. Ah, oh, danke. Gern geschehen. Backpulver brauchen wir. Das hast du auch auf den Boden geschmissen. Ja, du musst jetzt aufheben, glaube ich. Probier du doch mal aufzuheben. Ich sehe es ja nicht. Warte, ich kick mit Fuß hoch, okay? Aha. Ja, das ist auf Tisch jetzt. Aber ich glaube, das ist nicht mal Backpulver. Haben wir Backpulver? Steht da Polvo oder irgendwas? Nee, da steht, das ist Vanille. Pudim Sabor a Baunilla. Nein. Hier, heb auf. Wo? Ja, das ist, das zeig mal. Levadura e Polvo. Ja, das passt. Okay. Ja, das ist rein einfach in die kleine Schüssel. Genau da. Ganz? Ja. Da steht da auch 1/2. Nee, da steht ein TL. Das ist ein Teelöffel. Wow, das habe ich noch nie so gemacht. Stabil, oder? Mach die große Schüssel weg. Okay. Jetzt mach rein, ich sag Stopp. Okay. Aber sag vielleicht, ab wann ich langsamer machen soll, okay? Ja, ja. Weil sonst sagst du wieder random, schreist du Stopp. Und dann ist wieder zu viel. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ja, mach. Noch ein Ticken. Nein, 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 das ist kein Ticken. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ja, 140, das passt. Das passt. Ne. Ah, scheiße, wir haben es vergessen. Haben wir irgendeinen Rührer? Warte, hier? Ich weiß nicht. Fang. Was, wo? Hugo! Digga, ich hab's dir in die Hand geworfen und du fängst dich auf. Bruder, meine Hand war hier. Du hast mir nicht nur in die Hand geworfen, sondern auch ins Auge. Deine Augen sind protected. Ja, such wieder. Oh Mann! Auf! Auf! Schneller. Jetzt kannst du doch auch. Wie soll ich das machen? Sag, erklär mal. Hier, nimm. Ja, wie denn? Ja, mit deinen Händen von hinten. Schneller. Ist nicht so gut. Digga, ich kann das nicht. Du musst das. Geschlossenen Augen. So, jetzt bist du links. Mach das Sieb raus. So, jetzt rührst du mal mit dem Löffel da das Pulver um. So, ja, genau. Und jetzt musst du. Ja, stopp! Sorry. Ja, jetzt musst du das Pulver da rein sieben. Stopp, nein, stopp hinten. Mach diesen Schnee-Scheiß raus. Warte. Ist das Sieb jetzt reingefallen in die Eierscheiße, Hugo? Ich schwöre, ich hab's gehört, wie es reingefallen ist. Kann man das sieben noch dann? Geht ja, das? Wir haben jetzt keine andere Wahl. Ja, 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 perfekt, perfekt, perfekt. Nein! Ach, Digga, bist du scheiße. Ich seh nix! Schau, das geht viel schneller so. Bist du ruhiger? Boah, ich bin so froh, wenn wir gleich wechseln. Wenn ich das im Nachhinein sehe, dass nein, ich schon lange... Nein, noch drin ein bisschen. Ich krieg Trust-Issues, Hugo. Digga, es geht auf unsere Freundschaft hier. Ja, weiter, weiter. Da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, warum ich nicht früher mit der Hand getestet habe, aber da ist schon lange nichts mehr. Nein, Retalk, da war... Ich wollte jetzt durchziehen mit, da ist nichts mehr, aber da war wirklich noch was. Okay. Ja, jetzt sind wir fertig. Echt nice. Die flüssige Butter zuletzt unter den Teig mischen und den Teig komplett in die Form geben. Welche flüssige Butter? Die machen wir jetzt. Brauchen eine kleine Schüssel und dann machen wir die Hälfte der Butter, also nicht die Hälfte der Butter, sondern 125 Gramm. Was die Hälfte der ganzen Butter wäre? Checkst du? Ist mit mir. Hä, mit wem sonst? Ja, dann mach die flüssig. Ja, in der Mikrowelle. Schau mal, sind hier nicht Schüsseln drin? Wie so ja, aber so eine Müsli-Schüssel? Ja, das reicht. Nimm ganz oben das erste, nein? Ja, da, das erste jetzt, genau. Bruder, das kann ich nicht mit verbundenen Augen rausnehmen. Doch, doch, mach. Na, hallo, nein, stopp. Ja, jetzt hast du alle drei. Ehrlich? Ja. Wo ist die Butter? Weiß ich nicht. Ja, dann mach einfach rein. Nein, ist ja nicht genau die Hälfte, oder? Doch, 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 passt. Das würdest du sagen, ist die Hälfte von der Butter? Ja. Wo ist denn der... das Ding? Ja, ja, du hast es gleich. Ja, ja. Oh, Smoothie, Movie. Sehr gut. Ja, mach die mal auf. Wie geht die auf? Ist ja nicht so ein Schalter. Drück mal da drauf, frische fest drauf. Ah, checkity, check, check. Okay, jetzt darfst du nicht zu lange, okay? Ja, das ist jetzt die Zeit. Wie lange? 30 Sekunden. Dann dreh einmal kurz nach rechts. Nach rechts. Ja, ihr stopp. Passt es jetzt so oder nicht? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Okay. Wie viel steht denn da jetzt als Watt? Da steht nichts. Pass auf! Ah! Was? Wie sieht denn die Butter jetzt aus, Hugo? Sieht die schon ein bisschen flüssig aus? Nö. Das kann man hier nicht die Stufen einstellen? Nee, das ist die Zeit. Ups. Ja.
Ja, jetzt hast du Schneeflocken gemacht. Nein. Ja, das ist irgendwie so eine Pfanne, die warm ist. Ganz rechts, ganz rechts. So. Nee, das ist ganz rechts. Rechts. Das ist ganz rechts, Bro. Das ist links, Bro. Bist du dumm? Das ist rechts. Okay, was ist das jetzt? Was steht da jetzt? Das sind so drei Striche, die aussehen, als wären die warm. Okay, was macht die Butter jetzt? Jetzt flüssig. Mach aus. Hugo, wohin? Wohin? Das ist vorne, nice. Vorne. Oder vielleicht schmeißt alles. Oh. Das ist die Schüssel. Das soll jetzt da rein. Ja. Kipp das da rein. Oder sag mal, nicht drüber, bin ich drüber? Ja. Oh Gott, das ist so glitschig. Ja, mach. Ganzer Tisch voll. Echt jetzt? Nein. Oh. Wir müssen das ja in die Form jetzt machen, ne? Ja, wir müssen es in die Form machen, schon, ja. Aber das ist jetzt fertig, das muss doch nicht so in die Form, Bruder. Da fehlt doch noch Mehl und Milch oder so, oder Mehl nicht? Haben wir reingemacht. Nur das, ohne Mehl. Wir haben noch Mehl reingemacht. Mehl mit Backpulver, dieses Siebding. Lecker. Ist lecker? Ja. Probieren. Ich kann nicht probieren. Guck mal. Darf man das essen? Ja. Alter, das ist echt geil. Ja. Oh shit, Digga. Aber jetzt müssen wir erstmal den Ofen vorheizen eigentlich. Nee. Wieso haben wir das nicht gemacht? Es war voll dumm, dass wir das... Du hast gesagt, lass... Ja, ich... Mal. Rechts, rechts, ja, ja. 180 Grad, mach mal. Mann, ich muss, glaube ich, zuerst links anmachen. Links, links. Links, links, ja. Ist das Ober-Unterhitze oder braucht das oben ja, Luft? Ja, nee, das passt. Steht nichts. Mach, das passt schon. Jetzt musst du es in die Form machen, ja. Mach die Schüssel mal weg. Ja, links, 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 links. Ja, da hast du sie. Boss. Das kann nicht richtig sein. Das geht nicht. Das ist viel zu wenig Teig. Das kann, oder nee, das ist nur der Boden, ne? Ja, das ist nur der Boden. Ah, check die. Check, check, okay. Warte, ich mach auf und du machst rein, okay? Wehe, ich verbrenn mich. Ja, Hugo, ernst. Da musst du jetzt selber gucken. Dich mach du. Nein. Vorne, vorne. Ja, geht. Passt. Ja, nee, ein bisschen weiter oben. Kann ich so fallen lassen? Jetzt, ja, ja. Schieb einfach. Pass auf. Ja, weiter. Ja, drin. Und jetzt zumachen. Ja. Okay, nice. Ey, dann können wir jetzt wechseln. Dann ist es soweit. Ja? Wir wechseln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh mein Gott. Okay, den ersten Teil haben wir fertig. Wir haben den Boden im Ofen. Jetzt geht's weiter mit Teil 2. Jetzt machen wir die Glasur und den Shit. Ich mach die erstmal auf. Übrigens, Leute, in der Zwischenzeit, während Hugo das macht, ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe euch die mal verlinkt unten, falls ihr also gerne Informationen, wann wir wo was drehen, vorbekommen habt, ein bisschen Merch-Spoilers oder einfach mal, was ich so in meinem Leben mache, kommt gerne in diese Gruppe. Dann seid ihr reich und werdet erfolgreich. Okay. Dann Schritt 2, die Puddingfüllung. Greif mal nach vorne und nimm mal den Topf. Weiter vor, rechts, rechts, ja. Den nimmst du. Erstmal müssen wir die Milch erwärmen. Wir brauchen einfach mal einen Topf. Unten links unter dir ist ein Topf. Was laberst du? Da drunter, unten drunter. Da ist ein Griff, den ziehst du. Ah, check. Aber pass auf, der hat einen Deckel drauf. Sehr gut. Mhm. Okay. Warte mal, wir müssen den Herd erstmal abwischen, weil da ist zu viel Mehl drauf. Digga, das ist ja richtig scheiße. Ja, oder? Boah. Kannst du den... Was machst du? Ich geh nur ein bisschen rum. Kannst du zu mir kommen? Hier. Und jetzt hier abreißen. Und nach... hier, guck mal, reiß mal einfach mir einen Zeber ab. Komm mal hierher zum Wasser ran. Pss, 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 pss. Jetzt mach den mal an. Augustus, ja, guck mal, da. Yeah. Das war geübt. Okay, jetzt machst du es wieder aus. Sehr gut. Jetzt gehst du mal zum Herd. Links, nee, 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 links, 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 weiter links. Die Herdplatte hier, ja. Und die Herdplatte hier, guck mal, ja. Da. Ja, wisch es mal ab. Ein bisschen weiter oben. Super, top. Ein Traum. Der Wasserhahn tropft noch, kannst du ihn nochmal ausmachen. Er läuft wie so ein Zombie. Nice. Wo mach ich das hin? Werf einfach mal kurz nach vorne. Ja. Und jetzt kommst du. Hab ich getroffen? Was willst du denn getroffen haben? Ich weiß nicht, das hat sich angehört, als hätte ich Mülleimer oder so Müllsack getroffen. Nee. Okay, jetzt zum Topf. Stell den mal drauf. Weiter links. Weiter links. Okay, jetzt nimmst du die Milch, die ist vor dir. Das ist dein Handy. Geradeaus, geradeaus noch ein bisschen nach vorne. Jetzt links. Ja, das ist die Butter. Oh, ja. Okay, jetzt machst du die einmal auf. Ja? Und noch mehr auf. Ja. Yeah. Warte, ich muss mal kurz im Rezept schauen, wie viel. 2/3 der Milch, das heißt von 500 Millilitern sind 2/3 ungefähr 350. Oh mein Gott, das ist kompliziert. Okay, stell die Milch mal vorsichtig ab, weil die ist offen. Vorsichtig. Weiter nach vorne schieben noch ein bisschen.
Nice. Ja. Nimm mal die Waage, die ist rechts. Nach vorne, nach vorne. Nimm die mal. Stell mal die unter den Herd. Unter den Topf. Genau, nice. Jetzt drückst du auf den Knopf unten rechts. Ah! Also hier. Ja, da oben. Ja, jetzt auf den Knopf links. Ja, nee, nochmal. Digga, wie treffe ich den die ganze Zeit? Jetzt nimmst du die Milch. Nice. Und jetzt schüttest du vorsichtig rein, okay? Stopp! Viel zu viel jetzt. Ja, du hast nichts gesagt. Wow, wie lange muss das eigentlich rein, der Boden? Weiß ich nicht. Nice. Ja, du bist jetzt dran, ich habe nichts mehr zu tun jetzt. 25 Minuten, wie lange ist denn der schon drin? Keine Ahnung. 10? Ja, ja, klar. Sag mal, hey Siri, Timer auf 15 Minuten. Ich habe kein Siri. Alexa! Gibt's nicht. Timer auf 15 Minuten. Nicht hinsetzen, Hugo, es geht weiter. Du musst den Herd jetzt anmachen. Hier ist schon mal einen Löffel dafür. Oh mein Gott, Digga! Gib mir mal Geräusche, wo der ist. Ich finde da direkt heraus. Hey, da ist er ja. Ja. Sag. Links. Deutlich weiter links. Weiter links. Weiter links. Bisschen weiter rechts. Ja, drück da mal. Drück da mal. Das geht nicht. Weiter unten. Das geht nicht. Jetzt weiter oben. Oh! Ja, jetzt weiter unten wieder. Und ein bisschen weiter oben. Jetzt nimmst du den Finger, setzt den drauf und slidest nach rechts. Ja. Jetzt ist er wieder aus. Oh. Immer zu langsam. Geh mal weg. Okay. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Weiß ich nicht. Hab's. Ja, jetzt muss das erstmal ein bisschen erhitzen. Das ist schon mal gut. Wird das jetzt warm? Ja. Zucker mit dem Puddingpulver in einer kleinen Schüssel mischen. Jetzt nimmst du den Zucker, der vor der Waage jetzt liegt. Vorsichtig, da müssen zwei Esslöffel. Jetzt gehst du den Zucker einmal mit dem Löffel Bruder, du stichst rein. Ja, aber das hat geklappt. Okay, kipp einfach ein bisschen rein. Okay, ja. Ist genug? Ja. Zu viel schon eigentlich wieder. Okay, und jetzt musst du noch mal von hier einen Vanillezucker. Berühr mal kurz die Milch um, sonst verbrennt die uns. Den Löffel, den du hattest. Und wo die Milch verbrennt, nimm den Löffel vor dir. Direkt vor dir, einfach vor dir. Unter dem Zucker. Ja. Jetzt schnell rüber zur Milch. Hier, put. Ja. Aber nicht den Topf unten so kratzen. Okay, nice. Jetzt kommst du hierher und holst den Vanillezucker ab. Nein, das sind die Eier. Da müsst ihr weiter links, links, runter. Digga, halt dein Maul, was la? Ah, ja, ja. Und jetzt nimmst du eins raus und packst es in die Schüssel rein, okay? Alles? Ja. So, und jetzt holst du die Milch hier wieder ab. Die ist warm jetzt, ne? Nein, die kalte Milch. Ah, oh mein Gott, Digga. Vorsichtig, stopp! Noch ein bisschen? Nein, geh mal weiter nach vorne. Okay, passt. War nice. Gern geschehen. Gut. Okay. Ich hab ihn. Gib. Chill. Nice. Okay, jetzt kriegen wir gleich eine richtig schwierige Aufgabe, okay? Muss gleich die heiße Milch da reingegossen werden. Und hier? Ja. Du trollst. Nein, ernst. Was ist mit dem Kuchen? Oh, ich habe einen Timer. Wie machen wir das jetzt? Soll ich den Topf nehmen? Ja, ich mach. Ich kann den Topf nicht nehmen. Okay, Hugo, du musst jetzt vorsichtig sein, okay? Stopp, vorsichtig. Noch ein bisschen nach vorne. Oh, hier ist warm. Ja, noch ein bisschen nach vorne. Jetzt machst du die Hände auseinander mehr. Jetzt nach unten. Jetzt machst du deine linke Hand langsam nach innen. Ich hab Angst. Noch ein bisschen. Weiter nach vorne. Jetzt hast du den Griff. Das ist der Griff. Oh ja, okay, ja, jetzt weiß ich. An den Griff vorsichtig, weiter nach vorne eher. Ja, jetzt kippst du vorsichtig nach vorne. Weiter zu mir, stopp, weiter zu mir. Schütt mal fester. Okay, weiter nach vorne, weiter zu mir. Jetzt umkippen. Mach ganz rein, kipp ganz um. Okay, bitte guck dir deine Küche noch nicht an, Chris, wir machen alles wieder so. Oh nein, ist alles okay. Oh. Ich hab Vanillezucker reingemacht statt Vanillepuddingpulver. Mann, Digga, bist du scheiße? Ja, gut, dann. Haben wir überhaupt Vanillepudding-Scheiß? Ja. Ja, und jetzt kippst du eine Packung da rein. Warte, ich. Alles? Ja. Du trollst. Nein. Oh. Da ist jetzt Plastik drin, Hugo. Ist das da drin? Ja. Guck mal. Hier, guck mal, am Rand. Am Rand. Was ist das? Hast es rausgekickt. Kannst reinmachen. Boah, das riecht geil. Ja. Safe. Und da müssen wir, glaube ich, 5 Minuten einfach warten. Du kannst dich kurz hinsetzen.
Wir sind schon richtig weit, Hugo. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen jetzt eigentlich nur noch dieses Glibberzeug vom Himbeerkuchen machen. Kuchen! Ja, Kuchen raus. Steh mal, oh Gott, das wird jetzt richtig schwer. Irgendwie ist unser Pudding so überflüssig. Schau mal, das kann irgendwie nicht... Ja, du kannst ja nicht schauen. Ja. Aber schaut mal, Leute, Zuschauer, YouTube, das stimmt nicht. Man sollte nur 5 Minuten warten, ich raff's nicht. Ach so, oh, chill. Nach oben? Nein, ist der... Ja, vorne, weiter nach rechts, dann nach unten, weiter nach vorne. Das ist das Blech, wo es drauf ist, ne? Ja. Sehr gut. Jetzt stell ihn auf den Herd. Sehr gut. Stabil, Bruder. Sieht ganz in Ordnung aus. Dann sollte jetzt eigentlich das Zeug hier drauf, aber das ist halt flüssig. Ja, aber das ist ja normal, oder? Weiß ich nicht. Wo ist es? Nee, lass mal noch nicht. Ah, den Pudding für 2 Minuten sprudeln aufkochen lassen. Den Schritt haben wir vergessen. Man muss das jetzt noch mal kochen lassen. Ja. Nee. Warte, ich kann dich ein bisschen motivieren. Stell schon mal den Topf wieder auf den Herd. Ah, warte. Was machst du da rein? Ich habe das Ding rausgenommen. Jetzt vorsichtig nach vorne kippen. Ja. Sehr gut, jetzt kippe richtig rein. Top. Scheiße. Okay, Hugo. Schokolade? Ja. Okay, nimm mal den Topf vor dir. Mach her, Mann, geil. Ich mach kurz den Herd an, Hugo. Nimm mal den Schneebesen wieder, der liegt über deinem Handy. Nice, 2 Minuten. Soll ich umrühren jetzt die ganze Zeit? Ja, so ein bisschen. Jetzt wird's cremig, ne? Rühr noch ein bisschen mehr um. Sehr gut, bisschen umrühren. Das ist warm. Okay, dann nimm ihn jetzt. Was? Den Pudding. Und jetzt kippst du. Ich kippe jetzt. Vorsichtig noch. Ich mach das jetzt. Ja, aber nicht, aber lang, vorsichtig ich nach vorne. Ich kipp das jetzt. Ja, kipp wie ein Boss. Sehr gut, Boss. Sehr gut. In der Zwischenzeit die Himbeeren waschen. Ab. Sehr gut, die anderen auch noch. Boah, ist das... Ah! Ah! Alles gut, hab meine Schulter geschlagen. Das ist der anstrengendste Kuchen, den ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. No joke. Alles gut, passiert nichts, Hugo. Ich werfe nichts, ich werfe nichts. Wir machen keinen Fax, wir müssen weitermachen, Hugo. Oh mein Gott! Hugo, leg's hin. Hugo, leg das Messer hin. Okay. Okay, vorletzter Schritt, wir machen jetzt dieses Gelee, okay, Hugo? Ja, hä, ist das nicht schon? Nein, das wird der Pudding. Alter, krank. Kranker Typ wird fallen. Machst zu lang, das fällt. Okay, nimm mal die... Krass. Nicht schlecht. Okay, lass mal nicht nochmal machen, okay? Okay. Es gibt auf Madeira keinen roten Tortenguss, deswegen machen wir den selber. Dafür brauchen wir 150 ml Früchtetee, den habe ich schon gemacht. 30 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Speisestärke. Hier ist ja dieses Ding mit dem roten Saft. Den roten Saft. Ja, das nimmst du. Richtig vorsichtig rein, okay? Und nicht festhalten. Stopp! Noch ein bisschen. Boss, perfekt. Was ist das? Früchtetee. Okay. Jetzt nimmst du den Zucker wieder. Und jetzt muss richtig wenig ran, 30 Gramm nur. Deswegen ganz vorsichtig, okay? Weiter links. Vorsichtig. Noch mehr. Okay, jetzt hast du 2 Drittel davon, also jetzt noch mal so ein bisschen. Stopp. Ja, war gut. Ich schwör, war gut. Ich glaube, ich muss Christa nach einer Hausreinigung hier zahlen. Gut. Hier. Put. Ja, das nimmst du. Oh mein Gott, wieso klebt das so insane? Keine Ahnung, anscheinend haben wir da Ei verteilt oder so. Den nimmst du. Jetzt tust du in die... dein Loch ist noch nicht groß genug von deinem... Du bist daneben. Ja, du bist immer noch daneben. Du bist jetzt auf der anderen Seite daneben. Du musst, Hugo, zwischen die zwei. Ja. Jetzt. Ja. Nee, da war nichts drauf. Du bist nicht richtig drin. Ja, nice. Da musst du rein. Vorsichtig, Bruder, mit Gefühl. Junge, Hugo, du bist schon wieder daneben. Nee, jetzt bin ich drin. Nein! Doch. Es ist nichts drauf. Mach das Loch mit deinen Fingern nochmal größer. Ja. Nur ein klein. Mach nur ein bisschen. Schieb nur mit dem Daumen so ein bisschen nach vorne. Schieb mit dem Daumen so. Ja, stopp, das reicht. Die letzten Schritte, es ist nicht mehr viel. Wir haben es fast. Ja. Hi Tracy, ich habe einen Notfall, ich kann nicht googeln, ich habe keine Hände und Hugo ist blind. Kannst du für mich googeln, ob man roten Tortenguss, ob wir den aufkochen müssen? Ja, warte. Hugo, ich habe ein Haar im Gesicht, kannst du es mir wegmachen? Ja, mach mal nur. Ja. Danke. Wer kocht's auf?
Dann soll die Speisestärke rein. Oh. Ja, wir haben jetzt schon alles zusammengemixt, aber wird schon auch gehen, oder? Okay, danke. Okay, komm mal hierher. Wir müssen wieder einen neuen Topf rausnehmen. Neu? Ja. Es ist eine Pfanne. Naja, macht ja nichts. Dann nehmen wir jetzt eine Pfanne. Oh Mann, dieser Herd! Ein bisschen zurück und jetzt kippen. Boss. Okay, während es kocht, nehmen wir schon mal die Himbeeren drauf. Kippe ich jetzt einfach da rein? Nein, die werden reingesetzt einzeln. Was? Scheiße, wir müssen umrühren. Unser rosa Zeug muss umgerührt werden. Nimm das. Und rühr um, rühr um! Umrühren, umrühren, umrühren! Ja, Mann, rühr um. Rühr um dein Leben. Das sieht aber gut aus, Hugo. Das ist voll das, was wir wollen. Ich will so richtig Gelee gerade. Ich will auch gucken. Okay, ich mach mal aus. Ich glaube, das ist richtig Baba. Digga, das ist so komisch jetzt. Lass es einfach fallen, das Ding. Nice. Und jetzt machen wir die Himbeeren hier drauf. Nimm jetzt immer so eine einzelne Himbeere. Weil dann noch, du musst einen ganzen Schritt nach vorne. Top! Boss, ich guck vorher, ob die schimmeln bei Himbeeren. Nein, Baba. 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 Kann ich eine so schießen? Ja. Mach Geräusche. Nee, weiter rechts, aber Höhe war gar nicht so schlecht. Ein bisschen höher vielleicht. Nee, weiter nach rechts, Bruder, du wirfst mich ab. Boss, war drin. Hab ich? Ja. Nochmal? Ja. Boah, es war wieder drin! Nochmal? Ja. Ja, ist nicht, du hast zusammen gefallen. Ich glaube, das kriegt man auch nie wieder da raus. Nimm mal die, die sich geil anfühlen noch und pack die noch rein. Treff ich? Nein. Hier sind mehr, die auch geil sind. Nice, du machst aber nicht schlecht, aber dass du nichts siehst. Sollen die alle in die Mitte? Ja, du verteilst es schon gar nicht schlecht. Nimm mal die andere Packung, hier vorne liegt eine neue Packung. Und jetzt kippen wir die einfach ganz rein. Nach vorne, nach vorne. Ja, du siehst ja. Ja, das ist jetzt nicht. Sorry. Okay, kipp ich jetzt? Ja. Okay, geil. Okay, kannst du mal versuchen, die Himbeeren so ein bisschen zu verteilen in dem Ding? Wie? Ja, keine Ahnung, mit der Hand so ein bisschen vorsichtig so ein bisschen verteilen. Weil da sind richtig viele und vorne am Kuchen sind keine. Okay, vorsichtig, nicht so fest. Du machst es sehr aggressiv jetzt gerade. Ist eigentlich Baba. Ja. Yeah. Okay, jetzt nur der letzte Schritt. Jetzt müssen wir dieses Glibberzeug von der Pfanne da reinpacken, okay? Okay. Weil es der letzte Schritt ist und wir den jetzt nicht verkacken wollen, machen wir jetzt einfach alles ab. Was sagst du zum Kuchen bisher, Hugo? Kannst du abnehmen? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Alter! Pass auf dem Boden ist Himbeere. Kannst du mal abmachen? Boah! Oh mein... Okay, wir haben es jetzt, packen wir es drauf. Digga, das sieht so scheiße aus. Ja, ich glaube, es hätte auch vielleicht deutlich flüssiger sein sollen, oder? Ja. Ey, ganz ehrlich, dafür, dass wir den blind fast und blind und ohne. Ja. Okay, wir packen den jetzt kurz im Kühlschrank. Eine Stunde, weiß ich nicht. Das kürzen wir, glaube ich, noch ein bisschen. So. Ich glaube, er schmeckt Baba. Weil alles, was wir probiert haben, hat Baba geschmeckt. Ja, weil wir viel zu viel Zucker reingemacht haben. Ja. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich. Wieder, wenn der Kuchen abgekühlt hat. So, der Kuchen war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank und wir machen jetzt das Tasting. Mach langsam. Wie geht das hier? Schüttel, nein, mach. Oh ja. Okay. Digga, der Kuchen ist nicht fertig. Dieses Glibberzeug, das ist nicht so puddingmäßig, das ist so flüssig noch. Ich glaube ja immer noch, dass der geil schmecken wird, ja, ja, okay? Klar. Trust. Oha, der sieht aber gut aus. Oder? Guck mal. Digga, das sieht wirklich gut aus. Boah, Digga, nicht mehr. Und alle hier Anwesenden müssen einmal probieren. Okay, von der Optik her vielleicht nicht der krasseste Kuchen, aber das haben wir ja auch nicht gesehen beim Machen, teils. Von daher. Das ist okay. Digga, das ist nicht okay. Oh, ist geil. Er muss halt länger in den Kühlschrank noch, damit es das nicht mehr so flüssig ist. Und vom Geschmack ist geil. Her. Gib unserem Kuchen ein Rating, Chris, dessen Küche wir kaputt gemacht haben. Wie ist das, sagst du? Mindestens eine 8 von 10. Okay. Das ist geil. Bin gespannt. Boah,
Schmeckt mir wirklich gut, oder? Ich liebe Zucker. Ist gut geworden, oder? Ja, das ist eine gute Frucht-Pudding-Kombo. Und der Boden ist auch geil. 9 von 10. Okay, dann der Kuchen schmeckt allen. Das ist schon mal sehr gut. Heißt, wir haben eigentlich die Challenge geschafft, würde ich sagen. Okay, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses 3 Stunden lang Chaos aufnehmen. Danke, Hugo, dass du dabei warst. Schaut gerne bei Hugo vorbei, wenn ihr auch mehr von ihm sehen wollt. Und ansonsten freue ich mich über einen Kommentar, über einen Like. Haut rein. Wir sehen uns ab jetzt jeden Sonntag. Ich weiß noch nicht, wie viel Uhr. Ja. Also jeden Sonntag mindestens ein Video. Kuss, Leute, danke fürs Vorbeischauen und tschüss. Willst du noch was sagen? Tschüss.